Ja, Leute, lasst uns rübergehen. Was will dieser Mensch? Verstört er unseren schönen Tanz hier? Lasst uns schauen gehen, was da los ist. Vielleicht kommen unsere Gäste alle mal ein bisschen mit. Für ihre Gäste sind voll gefüllt. Und wir schauen mal. Ja, der Erste kommt. Kommt heran, kommt heran. Den Odem, was steckt in eurem Halse nun? Eure Augen machen weit, dass sie werden wie Ochsen glubschen und eure Lauschklappen, eure Klappen lasst zu mir heranwachsen. Ich, der berühmte der Kaufmann Manoro, begrüße euch. Denn der Ozeane, voll Sandes. Über Berge, die so hoch waren, dass sie die Wolken durchstießen. Über Wälder, durch Wälder, die so tief waren wie das Meer, bin ich hierher zu euch geeilt. Ich stelle mich nochmal vor, ich, der berühmte Kaufmann Pandoro. Ja, ich will euch hier präsentieren die edelsten, die schönsten und natürlich die wundersamsten Dinge, die dieser flache Erdscheib hier uns zu bieten hat. Kauft Pandoro! Damit wir alles besser haben. Denn Glück kann man planen. Ja, dafür stehe ich mit meinen Armen. Ja, könnt ihr mir glauben. Ja. Jeder kann kaufen bei mir, was er mag. Zu jedem Feste. Kauf, meine Kauft! Aber schnell, der wird das Spiel kaufen. Der verpasst das Beste. Mando macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Nun kommen wir zu unseren Big Super Deals, die wir hier für euch nur hergebracht haben. Ja, nur für euch, nur heute und nur hier an dieser Stelle. Als erstes ein super Zauberspiegel. Ja, hier ist er. Ah, schaut hinein. Erblickt euch in einem jungen, schönen, anmutigen Aussehen, so wie es nimmer war und vielleicht auch nimmer mehr sein wird. Ja, schaut hinein. Ja, und versucht darin zu lesen, denn Wissensspiegelleser wissen mehr. Und für die Damen unter euch sei es gesagt, etwas populär drin, dieser Blick ist garantiert fett wie zuckerfrei. Ja. Was ist denn nun? Zaubergeldkatze. Hier ist sie wohl. Diese Zaubergeldkatze, in der immer ein Taler mehr drin ist, als sein Besitzer nun wirklich benötigt. Vielleicht wer mag. Ach, Becke, wie sieht's aus? Vielleicht ein Spiel gefällig? Nun, was schätzt ihr wohl? Was kostet diese? Sie ist euer, wenn der Preis stimmt, aber nicht mehr bieten. Was sagt ihr? 100 Taler! 99 Taler und 99 Kupferlinge! Schade, das wäre ihr Preis gewesen. Ja, unsere Zaubergeldkatze vom Typen kauft dich reich. Ja, gut, Matt, das leider nicht. Mann ist die Dickmann. Das Gute daran ist das Gute darin. Ja. Folge mit dem Handklappern. Das wäre doch mal ein Handklapper wert. Als drittes folgt nun eine güldene Krone. Schaut genau hin. Gold. Geschlagen mit Edelsteinen, so wertvoll, wie sie Welt noch nicht gesehen hat. Und glaub mir, auf diese Steine können sie bauen. Sein Besitzer ist ausgestattet. Der Besitzer der Krone natürlich. Mit unmäßiger Macht. Ja, unsere Krone vom Typ heute ein König. Nur echt mit 52 Zacken. So ist es immer auf Zack. Ja. Nun, das nächste für Rittersleut, Recken und solche, die es werden wollen. Das Schwert aus Titanenerz geschmiedet, in den Sand geschmiedet, von Zwergen in den Bergen. Ja. Es verleiht Stärke und
Unscheinbarkeit. So ist wohl. Ja, das wäre wohl auch eines Gottes würdig. Unser Schwert von Modell Mars. Mars macht probieren bei Arbeit und Spielen. Ja, damit sie auch morgen noch kräftig zuschlagen. Alles, ihr schaut mal alles etwas merkwürdig rein. Das Beste jetzt zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Ein Zaubertrank. Ein Zaubertrank der Wollust und Begier. Ein Tropfen, das klappt auch mit dem Nachbarn oder der Nachbarin, wie auch immer. Ja, ja, nehmt ihr einen Tropfen und nichts mehr hängt an mir. Nein, nein, alle Stunde bei ihm. Ja, nun, danach wäre, glaube ich, das Bacchanal angesagt. Ja. Ein Bacchanal, wie ihr es noch nie erreicht habt. Ein Bacchanal. Ja, es gibt keinen. Das gewisse Tröpfchen etwas hilft in Sekunden, wirkt für Stunden. Von erfolgreichen Kupplerinnen empfohlen. Also mir kommt das doch alles ein bisschen komisch vor, muss ich sagen. Mir scheint das alles eine Spiegelei zu sein. Edle Herren und Damen, fallt doch nicht auf sowas herein, das ist doch alles nur Lug und Trug. Ich merke, ihr wollt einen Beweis untermachen. Ein Beweis. Ja, bitte. Ja, nun, ich bin Kaufmann Pandoro. Kaufmann Pandoro verspricht mich. Kaufmann Pandoro, garantiert. Lasst uns sehen. Ach, jeder Ecke dort. Ah, der Edelmann, ja. Dann tretet etwas an, stellt euch einmal hier hin, bitte. Jetzt schaue ich mal bei dem Weibsvolk, ihm vielleicht. Na, euch brauche ich ja nicht fragen, nee, ihr seid schon untropfen soweit. Also nun, nein, auch nicht, nein, nein, naja. Ach, hey! Lass mein Weib! Ein Stück Schwamm aus anderer Zeit, bleibt hier, bleibt hier. Gut gelungen, ja. Naja, das passt zwar nicht, das Paar, aber für die Probe wäre es das Rechte. Ja, geht das Risiko ein. Nun, jeder eine Tropfen und ihr alle werdet Zeugen dieser verführerischen Verwandlung. Schaut hin. Einen Tropfen hin. Ah, einen Tropfen nicht. Ah. Schaut hin, schaut genau. Oh. Ja. Ich habe es doch gesagt, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wie kann es sein, solch Tat und Plunder, was heißt hier Tat und Plunder? Mir scheint ich nicht erkannt. Erkannt haben will er nicht, dieser Verschwörungstheoretiker, dieser Populist alternativer Fakten. Na, hinweg und spottet ihn ordentlich, auf dass niemand mehr seinen Worten trauen darf. Funkelnder Glanz. Aufgeblasene Worte, davon lassen sich blenden. So je und je. Greifen! Nach dem Ehrlich, nach den verheißungsvollen Dingen. Bedenkenlos. Ohne Acht. Und ohne Leben. Wertes Volk! Oh, wertes Publikum. Lausche den Worten und der Musik. Aber eure Kehle bleibe dabei stumm. Schaut die Spektakel. Von Liebe. Von dir. Und lasst es doch keine Lehre sein. Wenn jeder von euch fragt sich bitte dabei ganz leise. Wer eigentlich ist. Bei mir wäre es das Grafen.
mein Schuss, er knallt, dann folgt ein Schrei. Mein Handel, er ist nun erfüllt, bin von des Teufels Sinnen frei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Thank you.
Programm hier ihn zu ehren. Und ein Riesenapplaus dieser großen Fleißarbeit. Das war nicht wenig Tanzstunden, das war nicht wenig Tanzstunden und Choreografie. Noch jetzt. Allen nochmal ein herzliches Dankeschön und dass Sie unsere Gäste waren und natürlich auch dem Teufel einen großen Applaus. Besser kann ein Teufel gar nicht sein. Und auch die Hexlein, die treu zur Seite gestanden haben, dem Teufel natürlich hauptsächlich. Ein herzliches Applaus. Und den Opfern dieser Tanzszene. Und einen herzlichen Applaus und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Walpurgis auf dem Staren. Vielen Dank und nochmal einen großen Applaus dem ganzen Starenlesern. Vielen Dank. Dankeschön unserer Tanzlehrerin Heike Rode. Jawohl, da steht sie in der Mitte, die sich das